Hallo, das ist herzlich willkommen bei Kuhmann, Let's Play auf Schweizerdeutsch und Minecraft After Humans. Ich habe ein bisschen umgebaut da. So, warte mal, Kopfhörer sitzt nicht richtig. Perfekt jetzt. Ich habe ein bisschen umgebaut und aufgeräumt. Ich habe da mal das Bett ein bisschen nicht gestellt, da Gerätschaften abgebaut. Da hinten im Räumchen ein bisschen optimiert, was Stromkreislauf und alles angeht. Ja, und dann habe ich natürlich wieder ein paar Sachen eingepackt in meine Taschen, die wir jetzt heute mal versuchen zu brauchen. Und zwar haben wir da so einen Alloy-Smelter. Den würde ich gerne da her tun. Und das nehmen wir natürlich raus. Das pulverisierte Kupfer. Und das würde ich sagen, das tun wir da rein. Und da, sobald das fertig ist, das tun wir, warte mal. Blöd. Das kann man vielleicht gerade da reinschieben, oder? Dann geht es nämlich auch ins System über. Gut, wenn wir brauchen das da. Ich wollte heute mal ausprobieren, ob ich echt aus dem Enderstaub... Nein, kann ich nicht. Irgendwie etwas könnte ich bauen. Ich hatte eigentlich, vielleicht kann ich das zusammen mit dem da schmelzen. Das ist da nicht möglich. Vielleicht geht es da im Induktionsschmelzer. Da kann ich das auch nicht rein tun, schade. Ja, warum versuche ich das? Es fehlt uns an so vielen Sachen, meine lieben Leute. Es fehlt uns an Enderperlen. Es fehlt uns, ja, halt grundsätzlich irgendwie an diversen Sachen. Und, ja, da habe ich mal ein Tank gebaut. Vielleicht auch da, dass ihr das mal noch seht. Da habe ich Fluid Conduits gebaut. Genau, das ME-System habe ich abgekürzt. Das ist jetzt hier angeschlossen mit dem Crafting Table. Ja, ist schade, kann ich das nicht so bauen, wie ich mir das gewünscht habe. Immer wieder traurig. Darum auch traurige Musik im Hintergrund. Genau, aber was interessant ist, ich habe, glaube ich, Kapok-Tuft habe ich quasi gefunden. Das heisst, ich kann hier Federn nehmen. Feather Minecraft, Feather Division Option. Mach da mal das und tun 3 Federn bauen. Dann haben wir einfach mal das. Das brauchen wir dann später sicher noch für unseren Mistcraft Table. Genau, sehr gut. Immerhin das. Dann. Ja, was soll ich sagen? Ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Ich habe gedacht, dass ich heute jetzt noch ganz kurz ein Deco-Table von DecoCraft bauen. Zum schauen, was wir dort so ein bisschen für Farben brauchen und für Material. Und dann würde ich natürlich auch hier im Büro machen. Also da im Büro. Das kommt dann da in die Ecke, habe ich gedacht. Schauen wir mal, wie das kommt. Vielleicht machen wir das da auch einen kürzer. Weil da habe ich jetzt auch gedacht, ich tue mal so einen Holzblock her. Zum schauen, wie das aussieht. Da kann man vielleicht dann noch Sachen draufstellen. Haben wir noch das Oakwood dabei? Zeigen wir mal. Sehr gut. Dann tun wir das mal so her. Und da können wir sie auch einen kürzen. Das gleich aussieht wie auf der anderen Seite. 1, 2. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann, Deco-Table haben wir gesagt. Das müssen wir mal da unten suchen, nicht dort oben. Deko. Boah. Und jetzt? Toybox. Seed Stone, Facade, Piano, so, oh, das ist 1000 Sachen, hey, oh je. Ganz kurz suchen. Bevor ich mich da Wund suche in dem Menü, mache ich da ganz kurz eine Konsultation. Und zwar beim Dr. Google. Das ist einfach ein guter Kollege.
So, also gerade bei solchen Sachen. Ich würde nicht immer alles glauben, was er sagt, aber so mit Minecraft ist er sehr gut, muss ich wirklich sagen. Was haben wir denn da? DecoCraft. So, wie mache ich denn jetzt das da? Ich brauche doch irgendwie so ein Table, oder? DecoCraft Mod, bla bla bla, das steht da nicht. Vielleicht müssen wir das da mal so machen. So, jetzt haben wir da. Kurze Erklärung. Gut, was müssen wir dann da machen? Windows, bla bla bla. So eine Deco-Bench. Jetzt haben wir es herausgefunden, siehst du? Also. Deco-Bench. So ein bisschen, das hätte ich niemals gefunden. Also, was brauchen wir denn da? Rose Red, Blue. Mal machen wir es anders, so. Aha, nur das haben wir. Sehr gut. Green Crafting Clay. Blue Dye. Haben wir Blau. Ja? Also, schauen wir mal da. Kann ich das nicht zu dem machen, was die wollen? Zack, Blue Dye, doch. Sehr gut. Dann haben wir gesagt Rot. Ja? Rose Red. Rot haben wir nicht. Gut. Und grün. Kaktusgrün. Also. Also müssen wir nur noch etwas Rot haben. He? Sehr gut. Sehr gut. Vor dem Haus haben wir Rot. Also gehen wir vor das Haus. So, perfekt. So weit ist das jetzt gar nicht gewesen, oder? Also, dann gehen wir da nochmal da rauf zu dem Crafting Table. Dann haben wir nämlich ja das da. Das tun wir da rauf. Gut, dann schauen wir mal, was ist denn jetzt noch? Clay, Minecraft. Wie machen wir das aus 4 Clays? So, das sollten wir eigentlich können machen. Einmal, zack, zack. Dann, so. Deco-Table. Sehr geil. Schau dir das mal an, hä? Cool, und jetzt müssen wir da, was müssen wir da haben? Drop resources here. Was brauchen wir da? Green, red und was noch? Mal schauen, was da alles gibt. Hey, Wahnsinn. Okay. Meinst du Clay oder so? Wenn wir mal Clay. Nein, komm, wir nehmen den ganzen Stack. So. Ui. Das war aber nicht so viel gewesen, hä? Das war überhaupt nicht viel gewesen. Also. Voilà. So, das tun wir rein. Und das tun wir rein. 6000 haben Platz und 300 sind drin. Gut. Okay, es geht aber einigermaßen von den Preisen her. He? Also blau, grün und rot müssen wir jetzt haben. He? Grün haben wir 200, die wir rein tun können. Was machen wir denn da? Warte, das mal weg. Das gibt das kein Grün, nein, das gibt kein Grün.
Jesus Gott. Also warte jetzt mal und so. Sag, du gehst auch grün. Und du? Wow. Sehr gut. Also vieles gibt grün. He? Also jetzt schauen wir mal, vier von denen gibt, wie viel ich. Und ich bin nervös. $32,000 Oh, oh, oh. Gut, also das, auch da schreit es wieder nach einer Reise. Gut, aber ich finde das Büro bis jetzt gar nicht so schlecht eingerichtet. Muss ich also sagen. So. Und da lassen wir jetzt offen, oder was machen wir da? Ich glaube, da machen wir so mit den Labs. Sehr cool. Dann ist es da auch ein bisschen eingefasst, oder? Pressure Plate, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Slabs. Schlabbes. So. 6 Stück machen wir einmal. Ha? Gut. Cool. Und dahin ist es immer noch besser zum Durchlaufen. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Kann man dann da so einen Tisch oder vielleicht irgendwie sogar so ein, was weiß ich was machen? Da haben wir eigentlich schon 2 Büros abgehandelt da, oder? Glaube ich. Also jetzt mal fürs Erste und sonst können wir da noch ein bisschen ausbauen. Geil. Ah, schön. So, gehen wir mal pausen. Ja, und ich glaube, es ist eben schon so, dass wir bald mal da unsere Füße in die Hand nehmen und da mal so ein bisschen vielleicht in das Wüstenbiom suchen, ob es da irgendwelche speziellen Pflanzen gibt oder so. Auf dem Weg viel Grün, Rot und Blau sammeln. Ja. Ich würde mal sagen, das machen wir doch jetzt. So. Ich sehe jetzt mit Essen aus, 4. Ja, ist gut. Sonst haben wir immer noch den SOS High-Teleporter. So, das wäre einfach da, glaube ich. Das ist 1 zu früh. Gut, gehen wir nochmal 1 runter. In dem Fall. Ich kann mich selber fangen nicht mehr aus. So. Das nette Portal. So. Ah, das kann man mal in den Rucksack tun, das auch. Gut. Das auch. Dirt, eine. Ja, ja. Nehmen wir mal so mit. Gut. Ich muss in die Richtung gehen. Also einmal quer durchs Dorf. Da haben wir, glaube ich, da hinten irgendwo haben wir, glaube ich, irgendeinen Weg gebaut, gell? Ganz am Anfang einmal. Ha? Genau, so. So, hüpfen wir da mal rauf. Fröhlich, wie wir sind. So.
Aber wow, das war knapp. Das war knapp. Da geht es ein rechtes Loch ab. So, wir machen das so vorsichtig. Eine Stufe nach der anderen. Ah, blau. Violett. Gibt es das Blau oder Violett? Was meinst du? Violett. Schade. Gut. Aber da hat es Blau. Look. So. Da noch ein bisschen Blau. Und ein bisschen Grün. Oder? So, warte mal. So. Hat sie noch ein schönes Blauszeug. Und Beri. Gravel, gut. Aber ohne etwas drin. Rot, sehr gut. Rot, rot, rot. Das gefällt mir gut. So. Also, dann haben wir da noch etwas Blaue mit. Wenn man es kennt. So. Dann ist die Richtung, glaube ich, nicht so schlecht. So kriege ich es nicht, he? Gut. So. Der Wald wird dichter, he? Ach, die da mit einer lustigen Hüte. Ah, warte, ich esse mal etwas. Sehr gut, also sind wir wieder voll. Perfekt, dann nehmen wir das, das ist rot. Kommt, wenn wir ausprobieren, das gibt sicher rot, oder? Siehst du, und was haben wir noch? Oh, Kaffeebohnen, wow, Kaffeebohnen, sehr geil. Was haben wir noch? Siehst du, das gibt da sicher grün. Ah, Dei, Leim, schade. Ja, immerhin schon, oder? Das sind Äpfel, die lassen wir noch stehen. So. Wo kommen wir denn da schön her? Ruby. Was gibt das? Auch rot. Gut. Das gibt auch rot. Das gibt Samen. Gut. Violett ist falsch. So, blau, schön.
grün. Kann ich das grün nicht irgendwie aus den Blättern machen, wenn ich bei mir im System habe? Müsste ich das mal ausprobieren, wenn ich daheim bin? Und ich kämpfe mich mit dem Hamburger durch den dicke, dicke Dschungel. So. Schön blau, das ist gut. King Orchid. Da muss ich da irgendwie eine Schere machen oder etwas für dass ich Gras kann schneiden. So, und diese da, die schöne Pflanze. Ab und zu droppen die anscheinend irgendwelche speziellen magischen Sachen, habe ich gehört sagen. Aber die jetzt nicht irgendwie. So auch nicht. Da haben wir natürlich Kaktusgrün, das ist geil. Rot. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen mit der Mächtigkeit von unserem Werkzeug. So. So, und jetzt wird es nachher, jetzt müssen wir uns da einen ganz kurz einbuddeln. So. Ah, das tun wir da rauf, das tun wir da runter. So, dann, bevor wir schlafen gehen. Machen wir da zuerst noch ein bisschen Ordnung. So, warte, das können wir da her tun. Es gibt blau. Okay, es gibt Orange Dye, das ist schade. Blaze Powder, siehst du, kann man aus denen machen. Wie geil ist das? Gut. Cyan. Grünen Kaktus habe ich doch auch noch keine. Ah, noch? Ah, da. Kaktusbaste. Okay, gut. Blau haben wir schon ein bisschen, etwas wenig. Grün haben wir noch fast nichts. Aber das wäre, glaube ich, jetzt alles, eh? So, pfusen wir mal. Nochmal ganz kurz ins Inventar schauen und schauen jetzt mal, Blaze Powder, sehr gut. Mit dem können wir, glaube ich, irgendetwas Spezielles machen. Ich weiss es auswendig nicht gerade was, aber ich bin froh, habe ich es.
So, Farben. Sand haben wir auch 9, das ist gut. Kann man von mir aus noch ein bisschen mehr sammeln. Wurzelzeug, Beere, das ist gut. Gut. Und wie das dann fertig geht, in unserer sicheren Höhle. Und was sonst auf uns wartet, das sehen wir in der nächsten Folge bei Kuman Let's Play. Wenn es wieder heisst, Minecraft auf die Humans. Bis bald. Ciao.